Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Video von Let's Play Need for Speed Most Wanted, das Original. So, wir sind stehen geblieben. Genau, Meilensteine haben wir sogar schon alle, die wir brauchen. Das ist ja sehr erfreulich, interessiert mich aber wenig bis gar nicht. Wir machen jetzt mal Hauptstelle. Das ist wieder die Dosenfabrik. Boah, massig Zeit übrig, fast eine halbe Minute. Na, hätte ich mich ja gar nicht beeilen brauchen. Achtung, alle ein. Ja, Achtung, Achtung, Achtung. Wieder ein Blitzerrennen. Sag mal, wo kommt denn hier der nächste? Da ist er. Oh, ein bisschen Vorsprung habe ich, das ist ganz okay. Food for the brains, beats for the feet, people on the dance floor never clean.
Was zum... Das für ein Quatsch gewesen. Na geil. Kein Vorsprung und mir wird gerade abge... ja. Super. Pro Sekunde gehen 10 km/h flöten. Nur weil ich mich da in, aus irgendeinem Grund an der Seite da offen fast aufs Dach gelegt habe. Das nenne ich mal einen tollen Bug. Danke, du Sack. Okay, das kann ich gleich nochmal starten. So, diesmal sieht es besser aus. Jetzt hier wieder nicht aufs Dach legen. Hier noch ein bisschen die Kurve abkürzen. Nein. Ah. Trotzdem noch geschafft. Trotzdem noch geschafft. Sehr schön. So, Muckwidert. Ja, ja, du musst bloß reich durch mich werden. Gib's doch zu. Ne, ist es doch gar nicht. Doch.
Probieren wir es mal. Und da sind sie. Bestätige. Code 6 Fahrzeuge in Sicht. Bin direkt hinter ihnen. Blaulichterfolgung. Sie weigern sich anzuhalten. Na, welche Überraschung bei einem Rennen. Zentrale, wir haben ja alle Hände voll zu tun. Fordere Einheiten zur Unterstützung an. Roger, Bravo 29. Haben sich gemeldet und sind unterwegs. Wir haben ihn. Code 6, kein Sichtkontakt mehr. Melde dich später. Hab ihn angeholt, bin direkt hinter ihm. So, jetzt fahren wir da vorne nicht so schnell, danke. Hab ich mir schon vor, dieses Rennen zu gewinnen. Danke. So, was brauche ich denn hier? An alle restlichen Einheiten. Ja, gut, okay. Kontakt zum Fahrzeug in Fahrtrichtung Süden auf dem Highway 99. Die Sperrung des Sektors ist genehmigt. Einsatz wechselt auf TAC 3. Dann halt so. Ein Drag. Ach hey, jetzt geht's los. Beim Drag musst du perfekt schalten. Den richtigen Schaltpunkt erwischst du, wenn der Schaltpfeil grün wird. Lenkt bei dem hohen Tempo im Drag-Rennen nicht zu stark. Tippt zum Spurwechsel nur kurz in die gewünschte Richtung. Setz dein Nitro zum richtigen Zeitpunkt ein, um dich vor die anderen Fahrer zu setzen. Wenn du in Führung bist, achte auf die Fahrer hinter dir und versuch sie auf ihrer Spur zu blockieren.
Mit 271. Sehr schön. Hihi. Hier wäre, glaube ich, der ein anderer Unterschlupf gewesen. Wurscht. So, was haben wir denn hier sonst noch? Ein Sprint. Mach ich. Wird der jetzt so schnell überholen? Super geholfen. Nämlich gar nicht. Das, was ihr braucht? Nee. So, ja, die Rennen haben wir alle. Wären nur noch die Meilensteine da. Nämlich über 4 Minuten und 8 Polizeiwagen. Wird mir aber alles zu knapp für dieses Video, das heißt, wir machen jetzt mal ein etwas kürzeres Video. Und wir sehen uns dann im nächsten Video weiter wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Need for Speed 9 Most Wanted, das Original. Und jedem, dem das Video gefallen hat, einmal auf Like, das wäre super. Und den Kanal abonnieren wäre natürlich noch besser, dann verpasst ihr auch keine weiteren Let's Plays und alle Updates, die ich so fahre. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, tschüss.